Bitte nicht Hamburg. Frankfurt, Terminal B. Ach, Frau Seiler, schön, dass ich Sie noch mal sehe. Frau Reinberg. Es ist zwar sehr kurzfristig, aber ich würde mich freuen, Sie heute Abend bei unserem Jubiläum begrüßen zu dürfen. Ja, sehr gern. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu komme. Wir feiern 150 Jahre Reinberg Bank. Das ist doch schön für unsere Gäste zu sehen, aus welchem Holz die Generation geschnitzt ist, mit der wir in die Zukunft schreiten. Sie können natürlich mit mir rechnen. Ich bin sicher, Sie sind für solche Gelegenheiten gerüstet. Der Wagen. Ah, Frau Seiler. Vielen Dank für die Einladung. Wunderschönes Kleid. Ach, ich habe ein bisschen improvisiert. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin sehr, sehr stolz, dass ich dazugehören darf. Sie sind eine Bereicherung für uns. Frank, bist du so nett und begleitest Frau Seiler an ihren Platz? Ihr sitzt am selben Tisch. Mit dem größten Vergnügen. Guten Abend. Guten Abend. Wollen Sie mich heiraten? Nein, das spricht einiges dagegen. Das wird meiner Mutter das Herz brechen. Bin ich denn Ihr Typ? Nein. Schön, dass wir das geklärt haben. Ja. Ich bin gleich wieder da. Bis nachher. Ich wollte mich verabschieden und bedanken für die Einladung auf das Gut. Bedanken Sie sich bei meiner Schwiegertochter. Sie ahnen ja gar nicht, was es für mich bedeutet, hier auf dem Gut zu sein. Bei Ihnen, Frau von Reinberg. Was wollen Sie? Jetzt sagen Sie es endlich. Ich bin Monas Tochter. Ihre... Deine Enkelin. Du hast die gleichen Augen wie deine Mutter. Genauso verschlagen. Ich bin nicht deine Großmutter. Genauso wie ich schon lange nicht mehr die Mutter dieser Herumtreiberin bin, die dich in die Welt gesetzt hat. Aber was haben wir dir getan, dass du... Ihren eigenen Vater hat sie ins Grab gebracht, weil ihr eine lächerliche Affäre wichtiger war als das Wohl der ganzen Familie. Eine Affäre, aus der du entstanden bist. Da kann ich doch nichts dafür. Du hättest nie geboren werden sollen. Und jetzt geh. Muss es ein letzter theatralischer Auftritt sein? Eine schriftliche Kündigung hätte genügt, Frau Seiler. Oder glauben Sie ernsthaft, ich würde Sie mit offenen Armen in der Familie aufnehmen, nachdem Sie bei meiner Mutter abgeblitzt sind? Deswegen bin ich nicht hier. Sondern? Ich will mir den Respekt der Familie von Reinberg ehrlich erarbeiten. Ehrlich? Dafür rücken Sie aber verdammt später mit raus, wer Sie wirklich sind. Ich will Blessmanns Job. Warum sollte ich mich darauf einlassen? Weil ich deine Nichte bin? Ich bin wie du. Tja, na dann. Also ich hoffe weiterhin auf gute Zusammenarbeit. Ihr wisst ja, ohne die Leute im Maschinenraum ist der Kapitän nichts wert.
Entschuldigen Sie bitte die Störung. Mein Name ist Ariane Seiler. Wir sind uns beim Rheinberg-Jubiläum kurz vorgestellt worden. Ja, ich erinnere mich. Ich bin jetzt bei der Bank Direktherrn von Rheinberg unterstellt. Darf ich? Ich glaube, Sie sind einer der wenigen Menschen, die mich verstehen können. Ach ja? Was die Rheinbergs betrifft, Frankfurts Schutzheilige. Ich hätte nie gedacht, dass meine Bewunderung für diese Familie so schnell umschlagen kann in Verachtung und Abscheu. Erst habe ich auch nur den Glanz gesehen. Aber jetzt kenne ich die Menschenverachtung und die Kälte, mit der dieser Glanz gekauft ist. Ich finde, gegen solche Menschen müssen die Anständigen aufstehen. Ja, Ariane Seiler hier. Ich glaube, ich habe etwas, das die geputzte Fassade der Rheinbergs zum Bröckeln bringt. Ich werde in der Bank behandelt, als hätte ich Lepra. Ich kriege nichts zu tun, alle Informationen gehen an mir vorbei und ich habe überhaupt nichts zu sagen. Kein Mensch redet mit mir, ich halte es nicht mehr aus. Was gibt's? Die Vergabe des Konzepts ist heute Nebensache. Blessmann will vor versammelter Presse offenlegen, dass du versucht hast, einen Beamten seiner Verwaltung zu bestechen. Norbert Neuze. Blessmann hat ihn offenbar so weit, dass er aussagt. Die ganze Bordellgeschichte. Der ungeklärte Tod dieser Hure. Blessmann macht dich fertig. Danke. Geschmacklich getroffen? Oder entspricht die Karatzahl nicht den Vorstellungen? Meine Töchter haben ganz ähnliche, die haben sich nie beschwert. Wenn du dich dafür erkenntlich zeigen möchtest, dass ich dich vor Blessmann gewarnt habe, dann gib mir mehr Verantwortung. Womit du mich jetzt beschäftigst, ist Verschwendung meines Potenzials. Mangelndes Selbstbewusstsein ist nicht gerade dein Problem. Ich weiß, was ich kann. Ich will die Projektleitung für den neuen Aktienfonds, den Rheinberg auflegt. Der Fonds ist Chefsache. Ein guter Chef delegiert. Du hast das Projekt. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich verspreche dir eine geniale Performance. Ich gebe noch heute ein Rundschreiben raus. Danke. Es war falsch, nicht mit offenen Karten zu spielen, als ich mich hier beworben habe. Und dir zu verheimlichen, dass ich deine Nichte bin. Geschenkt. Entschuldige. Dein Armband. Jetzt komm mal her. Die Beförderung ist für deine Loyalität. Das Armband. Deine Chutzpe.